Das kannst du Gerd auch nicht antun. Und was hat Gerd mir angetan all die Jahre? Was willst du denn von diesem protestantischen Weichei? Er respektiert mich. Im Gegensatz zu... Was ist denn hier los? Kaffeeklatsch? Ariane will sich von ihr scheiden lassen. Naja, wer es glaubt. Das ist meine freie Entscheidung. Du hast hier überhaupt nichts zu entscheiden. Geh ins Haus und mach uns was zu essen. Hast du mich verstanden? Keine Sorge, die kriegt sich schon wieder ein. Und dem Pfaffen mache ich auch noch klar, dass er am besten die Finger von ihr lässt. Hier. Was Neues, komm. Wenn du da jetzt einsteigst, dann wirst du das bereuen! Das Einzige, das ich bereue, ist, dass ich dich mal geheiratet habe. Wie sprichst du da mit mir? Beruhigen Sie sich, Herr Hesse. Ich weiß, es ist schwierig, aber Ariane hat eine Entscheidung getroffen. Halt doch's mal, sonst poliere ich dir noch mal die Fresse. Jetzt lass es sein, es bringt doch nichts. Mit dir bin ich noch nicht fertig, du Dreckspfaffe. Hast du das gehört? Ja, natürlich. Ariane! Ariane! Ich will einen Anwalt. Und ich will eine Million auf dem Konto. Wann haben Sie beschlossen, dass Johannes Bardorf sterben muss? Als Ihre Frau die Scheidung eingereicht hat? Ich habe gar nichts beschlossen. Außerdem habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich gestern Abend zu Hause war. Ach, kommen Sie. Sie als ehemaliger Soldat haben noch bestimmt noch irgendeinen Kameraden, der Ihnen einen Gefallen schuldig ist. Wenn ich den Pfaffen hätte umlegen wollen, dann hätte ich das schon selbst gemacht. Das können Sie glauben. Habe ich aber nicht. Dann hat Ihre Frau Ihnen erzählt, dass sie Sie wegen Johannes Bardorf verlassen will. Sie hat gar nichts gesagt. Da bin ich schon von allein drauf gekommen. Hey. So sensibel habe ich Sie gar nicht eingeschätzt. Ariane hat ständig behauptet, sie müsse ins Gemeindehaus, um irgendwelche Wohltätigkeitsbasare zu organisieren. Ich habe gleich gemerkt, dass da was nicht stimmt. Schlimm genug, dass sie auf diesen Pfaffen reingefallen ist. Aber dass sie mich noch angelogen hat, das... Dafür haben Sie sie bestimmt wieder ordentlich verprügelt. Nein, das habe ich nicht. Ich habe Ihnen nur klargemacht, dass das so nicht läuft. Aber Ihre Frau wollte sich nicht mehr einschüchtern lassen, weil sie endlich jemanden gefunden hat, der ihr die Kraft gegeben hat, Ihnen in den Arsch zu treten. Johannes Bardorf. Nachdem er sich von Ihren Prügeln nicht einschüchtern ließ, haben Sie beschlossen, dass er sterben muss. Zum 100. Mal, ich war es nicht.